Jo, liebe Leute, Theo hier. Da ich ja letztens die Top 5 schwersten Monde in Mario Odyssey gemacht habe, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt nochmal die Top 5 leichtesten Monde in Mario Odyssey. Und Leute, diese Entscheidung war echt nicht leicht, da es wirklich, wirklich, wirklich extrem viele leichte Monde in Mario Odyssey gibt. Und ich habe einfach wirklich meine Top 5 leichtesten rausgesucht. Wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, dann würde ich mich freuen, wenn du ein Abo dalassen könntest, weil hier gibt es in Zukunft noch spannende Themen. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem ersten. Viel Spaß! Auf Platz 5 haben wir wirklich einen Mond, der extrem leicht ist, Leute. Und zwar, nachdem man den Boss im Cascade Königreich besiegt hat, wird man ja wieder zur Odyssee gebracht und genau da gegenüber, wirklich unübersehbar, oben auf diesem kleinen Hügel ist einfach dieser Mond und er liegt da einfach rum und man kommt wirklich ganz leicht rauf. Man kann einfach mit einem Triple Jump da hoch oder man macht es so, wie sie es eigentlich wollen, dass der Chain Jump das kaputt macht, aber wie gesagt, man kann auch so raufspringen, es ist gar kein Problem und der Mond ist da einfach ganz offen, liegt da einfach rum und ich habe mir gedacht so, hä, muss ich jetzt gar nichts dafür tun, weil es gibt oft Monde hier in Mario Odyssey, die einfach so rumliegen, aber das liegt einfach nur an der riesigen Anzahl der Monde in den einzelnen Königreichen, aber der hier gleich zu am Anfang des Spiels, ist nun wirklich einer der leichtesten. Auf Platz 4 habe ich einen im Sand Kingdom, Leute, und zwar, der ist so offensichtlich und jeder hat ihn von euch eingesammelt und ich glaube direkt am Anfang, also wenn nicht, dann ist es wirklich eine Verwunderung für mich, weil den Mond sieht man auch schon in der Anfangscutscene und man läuft rein nach Toast Arena, also in die kleine Stadt, in die Vorstadt und dort oben im Glockenturm, er leuchtet einfach extrem, man kann, sieht ihn sofort und es ist auch keine Herausforderung da oben raufzuspringen, es gibt viele Wege und wirklich einer, wenn nicht der erste Mond, den man im Sand Kingdom direkt sieht und auch einsammelt. Auf Platz 3 habe ich die Monde, die man kaufen kann im Shop für 100 Münzen, Leute, was wirklich eine ziemlich geringe Summe ist für einen Mond. Und wenn man die Story durch hat, kann man sich einfach so viele kaufen, wie man will, Leute, ja. Und Münzen sind nun wirklich keine Schwierigkeit in Mario Odyssey. Also Münzen zu kriegen, es gibt so leichte Routen, wie man schnell Münzen farmen kann. Falls ihr dazu ein Video haben wollt, wie man Münzen farmen kann, guckt am besten bei Tedesh vorbei, meinem Kollegen. Ich werde es in der Videobeschreibung verlinken. Der hat dazu ein gutes Video gemacht. Man kann, wie gesagt, extrem viele Münzen in der kurzen Zeit einfach farmen. Und wenn man einen Bowser besiegt hat, dann kann man sich einfach immer wieder diese Routen abfarmen und sich einfach Monde die ganze Zeit kaufen. Und wirklich 100 Münzen waren vielleicht bei Mario 64 noch schwer oder ansatzweise irgendwie scheiße zu kriegen. Aber hier, Leute, bei Mario Odyssey ist das wirklich ein Kinderspiel. Auf Platz 2 habe ich sogar fast schon ein ganzes Königreich, Leute. Ich muss wirklich sagen, das verlorene Königreich, Leute. Ich fand dort ganz persönlich für mich, die Monde waren dort ziemlich leicht versteckt und das war das Königreich, was ich als erstes voll hatte. Und ganz speziell dieser eine Mond hier, Leute, und dieser eine unter dem Baum, den ihr hier seht. Also die sind wirklich, es gibt davon wirklich viele Monde, die hier ziemlich leicht versteckt sind. Aber wie gesagt, diese Monde, die einfach so offen in der Welt liegen, die man direkt sieht, sind zum einen einfach genial, weil man sieht das Ziel direkt vor Augen und muss sich oft einfach nur fragen, wie komme ich da hin. Hier in dem Fall ist es gar kein Problem, man kann einfach mit einem ganz normalen Sprung dahin gelangen. Aber ansonsten mag ich das Prinzip, dass man einen Mond in der Ferne sieht und dort hinkommen muss. Ich würde von euch gerne mal wissen, was war euer leichtestes Königreich, wo ihr als erstes alle Monde voll hattet und alle lila Münzen. Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Auf Platz 1 der leichtesten Monde in Mario Odyssey habe ich wirklich einen Mond, den ich auch sofort gefunden habe. Wirklich, es ist so leicht. Und zwar im Lake-Königreich, also das vierte Königreich, was direkt nach dem Sand-Königreich kommt. Wenn ihr dort mit der Odyssee landet, landet ihr an so einem kleinen Strand und dort direkt neben der Odyssee links ist einfach ein riesiges Scheinen, ein Leuchten und Leute, ganz ehrlich, was soll da unter sein? Natürlich ein Mond und ich finde wirklich, der ist ziemlich offensichtlich und leicht versteckt, direkt neben der Odyssee auch noch. Wenn man, spätestens wenn man zur Odyssee wieder zurückkehrt, dann sieht man dieses Leuchten in dieser Ecke einfach extrem. Jetzt seid ihr gefragt, was sind eure leichtesten Monde oder habe ich vielleicht einen vergessen? Dann mache ich vielleicht nochmal eine Liste zu den leichtesten Monden. Vielleicht gibt es auch einen, den ich jetzt gar nicht im Kopf habt, der einfach extrem leicht ist. Natürlich gibt es kleine Subräume, also kleine Challenge-Räume, die auch wirklich 0% herausfordernd waren. Aber ich wollte hier einfach Monde nehmen, die offensichtlich rumliegen, die man ganz leicht ohne irgendwelche Mühen kriegen kann. Das war's mit dem Video, Leute. Über ein Abo würde ich mich freuen, über einen Daumen nach oben natürlich auch. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.